So da, Servus Leute. Ja, seit heute ist ein neues Victorinox-Modell bei mir. Ja, wie es als Messerliebhaber, als Messerfreund so ist, da ist man ständig auf der Suche nach seinem perfekten EDC-Messer. Ja, das ist auch bei eben Foldern so. Und so eben auch bei den Victorinox-Werkzeugen. Und jetzt bin ich mal der Meinung, mein perfektes Modell gefunden zu haben. Lange Zeit war ein kompakt ständiger Mann. Ich habe zwei Stück vom Victorinox kompakt und ja, eines hat mich immer etwas gestört. Das habe ich einfach immer schade gefunden, und zwar dieses Tool hier. Ja, das ist eben ein Korkenzieher. Ja, den brauche ich einfach nicht, habe ich nie benötigt, werde ich auch in Zukunft nicht brauchen. Ja, da dachte ich eben mir, perfekt wäre, wenn hier eben ein Kreuzschraubendreher dran wäre. Und ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Jetzt habe ich ein super Dinker. Ja, besser gesagt zwei. Ich habe mir gleich zwei geholt. Sorry. Ja, das Victorinox Super Dinker, wie gesagt. Erst zeige ich euch das hier, denn bei dem Super Dinker habe ich schon was gemacht, was geändert. Hier ist das gute Stück. Es ist das erste Mal, dass ich ein Super Dinker habe. Zeige ich euch erstmal die Tools, die da verbaut sind. Ja, natürlich die übliche große Klinge. Dann hat das Teil eine kleine Klinge, die ich sehr praktisch finde. Also wenn sie dabei ist, dann nutze ich sie auch. Denn diese kleine Klinge ist oftmals praktischer als die große. Logischerweise einfach für feine Arbeiten. Was auch immer wieder mal praktisch auf jeden Fall. Ja, logischerweise die Schere eben. Einfach genial, die Victorinox-Schere. Also ich will überhaupt keine andere Schere mehr verwenden. Jo, und die üblichen Verdächtigen, wie sie so gerne genannt werden, eben Flaschenöffner mit Drahtabisolierer und großer Schlitzschraubendreher. Ja, und eben noch den Dosenöffner mit ja, kleinem Schlitzschraubendreher. Dann kommen wir auf die Rückseite. Eben die Stech-, Bohr- und Nähalle. Auch super multifunktional, dieses Teil hier. Ja. Schauen, der hier rausgeht. Ja, eben der Pakethaken. Ja, finde ich auch einfach multifunktional. Ist auch immer wieder mal praktisch. Ja, und jetzt eben das Geniale, dass hier ein Kreuz. Schraubendreher, also Kreuz Schraubendreher verbaut ist. Ja, den kann man einfach öfters brauchen als ja, ich auf jeden Fall. Eben als den Korkenzieher. Genau, hier fehlt dann noch die Nadel. Kann man eben auch eine Nadel versenken. Was natürlich auch immer wieder mal praktisch ist. Und jetzt die Tools in den Schalen, eben der Zahnstocher und hier die Pinzette. Also super geniales Teil. Das hier, wie gesagt, da habe ich eine Kleinigkeit gemacht. Das zeige ich euch jetzt. So. Vielleicht fällt es euch hier gleich auf. Jawohl, hier sind Plusschalen drauf. Deshalb
liegen auch hier diese Sachen hier rum. Ich habe von meinem alten roten Kompakt die Schalen abmontiert und hier ja, die ausgetauscht. Jetzt ist das Teil für mich perfekt. Ja, ich habe überhaupt heute das erste Mal Schalen von Victorinox Messern abgemacht und wo drauf gemacht, ging wirklich super easy. Überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, eben die Plusschalen. Was für mich einfach sehr praktisch ist, oft ist eben der Kugelschreiber. Ja, ich habe nicht so gerne einen Kuli noch separat wo dabei. Weiß nicht, mir reicht eben der, der hier in den Schalen drin ist. Ja, perfekte CDC, Victorinox, also besser geht es für mich kaum. Ja, ich finde wirklich auch diese Teile hier praktisch. Dann kann man auch sonst als Hebeln, Hebelwerkzeug benutzen oder so. Finde ich mittlerweile auch praktischer, als wenn ja, hier die, das Universal-Tool dabei ist. Ja, natürlich ist das Kompakt minimal schlanker, hat eben zwei Layer, das Super Ding hat drei Layer, aber das ist so minimal, also diese Werkzeuge sind es mir wert, eben auch die kleine Klinge. Ja, ja genial, dass hier der Kreuzschraubendreher dabei ist. Ja, ich habe mir diese Messer eben bei dem Händler um die Ecke meines Vertrauens geholt. Ich hatte dann noch eine Gutschrift, das kam mir sehr gelegen. Einfach zwei, ja, denn das wird jetzt mein neuer ständiger Begleiter. Mein neues EDC, die Schalen vom Kompakt noch drauf, klingt irgendwie auch schön. Irgendwie wandert der Geist von diesem Kompakt hier jetzt auch mit. Das hatte ich ihm sehr lange getragen. Das liegt einem dann am Herzen. Da sind jetzt die Schalen drauf. Das finde ich wirklich schön. Ja, mal schauen, wie es sich so macht, wie ich zufrieden bin damit. Aber wie gesagt, wenn man das mal gewohnt ist, es ist schon spürbar etwas dicker. Ja, das macht das Handling auch noch irgendwie sympathischer. Liegt einfach etwas besser in der Hand. Ja, eben hier. Es ist zurzeit mein Schlüsselbund. Den großen hat meine Frau. Das reicht mir. Und hier ist eben das Classic dran. Was hier einfach noch fehlt, ist die Nagelfeile. Sorry, meine Stimme. Etwas ölen. Kurz. Ja, was beim Kompakt schon sehr praktisch ist, ist eben diese Feile hier am Pakethaken. Die fehlt hier. Das ist das Einzige, was mir etwas abgeht. Aber beim Classic ist ja auch eine Feile dran. Ja, die ersetzt jetzt einfach diese Feile hier. Ja, Schlüssel hat man logischerweise immer dabei. Deshalb ist natürlich das Classic-Kombination mit dem Super Dinker. Ja, ziemlich optimal. Richtig geil. Also, das war es in diesem kurzen Video über das Super Dinker. Ja, mal schauen, wie es sich schlägt. Aber da bin ich sehr zuversichtlich auf Victorinox. Die passen sowieso immer und gibt es ja so viele verschiedene Modelle. Aber Super Dinker finde ich wirklich einfach nur genial. Also, Leute, ich wünsche euch was. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.